Ja, hallo, hier ist euer Vorbootler und ich möchte euch heute ein kleines Tutorial präsentieren, wie ihr euch auf unserem Server forminarbeit.de ein wenig besser zurechtfinden könnt. Und zwar erzähle ich euch heute mal, wie das mit den Shops so geht, wie ihr Waren verkaufen könnt und Waren kaufen könnt. Wie ihr wisst, ist das ja hier bei uns kein so ein Free-Build-Server, sondern so richtig halt hier so ein Roleplay-Superstar-mäßigen, ne? Action-Adventure-Server, wo ihr auch so ein bisschen Material... Oh, da stehen neue Schilder, die kenne ich. Das unvollständige Abholzen von Bäumen führt zu einer Gefängnisstrafe von mindestens 2 Stunden. Ja, also, das ist nämlich einfach so. Ich bin jetzt mal zum Sägewerk gefahren. Im Sägewerk könnt ihr Holz kaufen. Und ihr könnt auch rings um das Sägewerk herum Holz abholzen, nur müsst ihr dann unbedingt auch wieder aufforsten. Das machen viele nicht, weil sie es ja vergessen oder keine Lust drauf haben. Und das ist halt so ärgerlich für andere Spieler, die halt jetzt auch gerne mal ein bisschen Holz brauchen. Ist ja, ihr kennt das ja, ihr seid gerade mitten am Bauen und am Machen, habt eine Idee und plötzlich braucht ihr schnell ein Material, da geht ihr los, besorgt euch das und seid noch voll im Drang und dann, ja, geht es leider nicht, ne? Weil die Bäume abgeholzt sind und ihr vielleicht ganz neue Spieler seid und noch gar nicht genügend Geld habt, euch neue Waren zu kaufen. Euer Kontostand, wir haben hier zahlen hier alles in Ocken. So ist unsere Währung. Den ruft ihr auf. Erstmal, überhaupt braucht ihr immer das Chatfenster, um solche Dinge zu tun. Ihr drückt dafür auf die Taste T, dann öffnet sich das Chatfenster. Achtet jetzt nicht auf die ganzen Texte dort. Das sind irgendwelche Unterhaltungen, die uns jetzt nicht weiter interessieren. Alles, was ihr hier so an Befehlen dann eingebt in das Chatfenster, müsst ihr mit einem Schrägstrich starten, damit das System weiß, aha, du willst jetzt gar nicht chatten, du willst jetzt einen Befehl eingeben. Manchmal ist es halt ein bisschen peinlich, da vergisst man diesen Schrägstrich oder haut dafür eine 7 da rein oder so und dann postet man praktisch im Chat das, was man da so gerade tut und alle lachen sich kaputt, so, haha, fail, edgy badge, ne? Okay, wie ihr euren Kontostand abrufen könnt, ist ganz einfach, dieser Schrägstrich und dann Money. Enter drücken und dann sagt er euch, aha, das ist das, was ich gerade habe, 9880 Ocken. Ja, und dann wisst ihr schon mal, ah ja, gut, dann... So könnt ihr praktisch in euer Portemonnaie gucken. So, hier gehen wir mal ins Sägewerk und dann seht ihr, da ist jetzt die blaue Schrift, you have entered the shop Sägewerk. Ja, das bedeutet auf Deutsch, du hast jetzt den Laden Sägewerk betreten. Und ihr findet ihr dann in unseren Läden auch immer solche Hinweistafeln mit Hilfe drauf. Ja, also zum Beispiel hier könnt ihr sehen, die Waren in diesem Shop sind Wooden Plank und Sapling, also Holz, also verarbeitetes Holz und Setzlinge. Das ist natürlich in Minecraft alles auf Englisch. Das sind jetzt auch die Wörter, die ihr dann gleich brauchen werdet. Also nicht einfach Holz eingeben oder Bretter oder sowas. Da kommt auch gerade mal einer. Vielleicht will der sogar hier was kaufen. Dann können wir dem ja auch ein bisschen, ja, er weiß noch nicht jetzt. Ja, guck, er kann das, glaube ich. Er weiß, er sieht mich jetzt auch nicht, ne? Weil ich mich hab mich unsichtbar gemacht, gerade mal, um hier so drehen zu können in Ruhe. Steht jetzt leider genau da, wo ich jetzt gerne hin möchte. Damit ihr die... ich glaube, ihr könnt auch diese beiden Schilder jetzt von hier aus lesen, kaufen und verkaufen. Ne? Wir kaufen jetzt erstmal einen Stapel Holz. Das geht dann einfach mit der Taste T. Dann öffnet ihr wieder den Chat. Gebt immer diesen Schrägstrich ein, weil ihr jetzt einen Befehl eingebt. Und dann Shop bei verkaufen. Dann das, was ihr haben wollt. Item. Ne? Also das ist Wooden Plank war das. Und dann die Anzahl, die ihr braucht. Und das wird kaufen natürlich stackweise. Also ihr kauft jetzt nicht ein Stück Holzbrett, sondern ein ganzes Stack. Also 64. So, jetzt drücken wir auf Enter und bekommen eine Bestätigung, dass ich gerade 64 Wooden Plank für 240 Ocken gekauft habe. Ich habe also jetzt hier 240 Ocken weniger in meinem Portemonnaie, das ist ganz logisch, das ist genau wie im Supermarkt, da ist das ja auch einfach so, dass man da nicht einfach reinspaziert, sagt, ich kaufe das und hinterher hat man sogar noch mehr Geld in der Tasche, ne? So läuft das jedenfalls normalerweise nicht, sagen wir mal so.
Verkaufen könnt ihr eure Sachen auch. Kann ja gut sein. Ihr habt ganz viele Bäume. Wir haben hier viele Farmer, so, die machen erstklassige Bauernhöfe. Da in den westlichen Wäldern zum Beispiel habe ich gestern was gesehen. Ganz toll, die bauen natürlich Holz an und fällen Bäume, sind die ganz. Und das ist natürlich, da kannst du reich mit werden, ne? Also wenn du fleißig bist, dann kannst du deine Sachen verkaufen, ne? Zum Beispiel hier in diesem Sägewerk kannst du auch Holz verkaufen. Das geht dann einfach mit dem Sell-Befehl auf T, die Chat-Taste, also das Chat-System öffnen, den Schrägstrich nicht vergessen, dann wieder Shop und Sell diesmal. Das englische Wort für verkaufen. Item war Wooden Plank. Und jetzt verkaufen die ganzen Dinge wieder 64 Stück. So, und da habe ich dann tatsächlich 180 Ocken mit verdient. Das ist, man verdient natürlich etwas weniger, als das Holz denn auch kostet. Ne? Das ist ganz normal. Gut, aber ihr seht, das ist eigentlich, was ihr als Spieler, also als Siedler und Bürger so wissen müsst. Das ist schon alles an dem Shop-System. Um den restlichen Kram, wie man den Shop nun einrichtet, welche Produkte man da dann auch verkaufen will, in eigenen Shops vielleicht oder so. Das würde jetzt hier zu weit führen. Das ist auch im Moment bei uns noch gar nicht so Sache, weil da sich grundsätzlich nur die Mods und Admins drum kümmern. Ist im Moment auch noch nicht alles so hundertprozentig ausgereift, weil ab und zu fehlt mal irgendwie ein Material, wo wir dann. Es ist ganz klar, in Minecraft kannst du ja alles dann verkaufen und ne, das wären ja zigtausend Items, die man in irgendwelche Shops erstmal reintun muss. Das macht viel Arbeit. Das können wir nur so ein bisschen Stück am Stück machen. Inzwischen scheint es doch relativ rund zu laufen. Die Leute müssen zwar ab und zu mal die Shops noch suchen oder fragen mal, wo gibt's das nochmal hier? So Glowstone oder sowas, ne? Aber inzwischen ist das doch so, dass viele Spieler dann untereinander sich helfen. Das finde ich auch sehr gut. Ich bitte euch auch immer halt mit solchen spielerisch normalen Sachen dann doch nicht die Admins so zu belästigen. Also es ist zwar keine jetzt so Belästigung, aber es ist halt doch, es macht sehr viel Arbeit, auf solche ganz einfachen Fragen immer zu antworten, die ihr doch ja eigentlich mit ein bisschen Minecraft-Erfahrung und Spieltrieb so selber herausfinden könnt. Gut, das war ich jetzt erstmal. Ich guck mal draußen, ob da jetzt auch schön brav auch aufgeforstet ist. Die Holzstümpfe hier unten, die sind auch so ein bisschen als Deko noch, ne? Das ist, weil das hier so eine Holzfällergegend ist. Ja, es ist okay, es ist okay. Es könnte, da sind auch Setzlinge noch im Boden, da möchte ich auch gar nicht sagen. Da waren jetzt also im Moment alle jedenfalls artig. So mag ich das alles. Da hinten sehe ich was Lustiges. Ach, ich weiß jetzt auch, wo ich bin. Gut, das soll es für dieses kleine Tutorial hier auch mal gewesen sein. Ich freue mich, dass ich euch vielleicht hier bald mal sehe. Und ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß beim Einkaufen und Verkaufen auf unserem Server von minenarbeit.de. Ich war der Vorbundler. Tschüss.